Servus Leute, zurück zu Let's Play Children of Zodiacs. Wir haben das letzte Mal Mission 1 geschafft, den Akt 1, und haben einen Richter abgeschlachtet. Obwohl wir eine Diebesgilde sind. Aber gut, es gibt eine weitere Story-Mission. Akt 1, Mission 2 kommt nun. Auf in den Kampf! So, wir sollen ja ein Artefakt klauen. Ein Relikt sollen wir klauen. Das dauert so lange. Bist du bald fertig, Bester? Und da kann ein Künstler nicht hetzen, Navi. Das ist ein Mehrsatzmodell der Stufe 3 und ich habe es fast geschafft. Beeil dich trotzdem, sonst müssen wir uns den Weg nach draußen freikämpfen. Ich glaube, Zirchow hat gesagt, das wäre Lord Arnix Petnos Wohnsitz. Dieser Typ ist ein echter Trottel, wenn es um die Sicherheit geht. Eigentlich ist er generell ein Trottel. Ich bin froh, dass wir ihn ausrauben. Okay, er ist offen. Lass uns in den Bruch zurückkehren. Puh, warum müssen diese verfluchten Relikte so schwer sein? Was ist das überhaupt für ein Schrott? Dieser Schrott ist ein jahrtausendaltes Zodiac-Relikt, das Erzkompass genannt wird. Das heißt, dass die Herolde diese Dinge vor dem Apex-Zeitalter benutzten, um zwischen den Welten zu reisen. Was auch immer das bedeutet. Wie auch immer, der Boss will es haben, darum bin ich zufrieden. Packen wir es ein und verschwinden. Ja. Stehen bleiben, ihr Diebesgesindel! Aufgrund eurer Jugend will ich Gnade walten lassen, wenn ihr eure Waffen niederlegt und mir das Relikt gebt. Ah, dieser Typ, was für eine Nervensäge. Das hatten wir doch alles schon, Argon. Ich werde mich den Adligen und ihren Wachhunden niemals ergeben. Willst du dieses Relikt wirklich so sehr? Dann komm und hol es dir. Du hast recht, dunkle Flamme. Wir wurden mit unseren Rollen geboren. Wie der Tiger mit seinen Streifen. Ich bin der oberste Wächter und habe geschworen, die Bewohner des Eigentums von Taurus zu beschützen. Du bist ein Kind aus dem Bruch, geboren im Dreck und zu einem Dieb und Mörder erzogen. Mein Lord, ein riesiger Schläger mit einer Keule macht unsere Truppen zu schaffen. Halte dich nicht mit diesen Kindern auf, ich werde Dunkelflamme im Namen der Wächter beseitigen. Also gut, oberster Richter. Es bereitet mir keine Freude, dich sterben zu sehen, dunkle Flamme, aber die Gesetze unserer Welt haben dein Schicksal bereits besiegelt. Für Gesetzlose gibt es keine Gnade. Ja. Wächter, Dunkelflamme will in die Mauern flüchten wie eine Ratte. Schneid ihr den Weg ab. Nein, ich glaube, wir sind am Zwingel. Sollten wir wirklich gegen alle von ihnen kämpfen? Wir geben nicht auf. Weißt du, was meinst? Entweder wir bahnen uns einen Weg durch diese Dunkelwelt oder du kannst sicher auch was klären, was mit seinem Relikt passiert ist. So, besieg alle Feinde. Das kriegen wir doch hin, oder? Na gut. Jeder hält sein eigenes Kartendeck. Ja, das wissen wir schon. Rundenübersicht, blablabla, Held bewegen, Karte auswählen, ziehen auswählen, Blickrichtung auswählen, dann kommt der andere Held dran. Feldbewegung, blablabla, blablabla, dunkle Bewegung auswählen, kenn ich schon. Gelbe für die Reiche eine Karte, rote der Zielbereich der Karte. Wenn du eine Karte auswählst, hast zeigen dir die gelben für die effektive Reise, die sie haben. Okay. Na gut. Dann fangen wir mit ihm an. Er kann nämlich schießen. Da sehen wir es. Er kann schießen. Das macht 11. Das macht... Moment. Das hat einen Gruppeneffekt anscheinend. Schnelles Ziehen. Zielbereich ist das. Okay. Dann geh eins vor und schnelles Ziehen. Scheiße. Könnte ich nochmal... Kannst du dich nochmal... Okay. Dann machen wir es so. Schnelles Ziehen. Ballern! Wir versuchen beide zu erwischen. Das ist ein AOE-Angriff. Oh, eine extra Karte ziehen. Will ich das? Nein. Ist eigentlich in Ordnung. Ich brauche keine neue Karte gerade. Ja, mehr Damage. Oh ja. Ballern!
Ah, jetzt beginnt es auch mit der XP. Die können natürlich auch leveln. So wie man es von vielen Spielen ja kennt. So, Blitzangriff, Messer raus. Ja, da stehen sie schlecht. Extraktion. Ich krieg eine Extraktion, wenn ich... Ich glaube, die Würfel, die Karten haben sich ein bisschen geändert. Ich krieg eine Extraktion für den Stern. Ja, das ist kein Stern. Oh, ich hab... Ah, da ist ein Stern. Da sind zwei Sterne dabei. Was macht nochmal der Blitz? Probieren wir es einfach mit dem ein. Nein! Ah, na gut, ich töte ihn halt. Zusätzlich... Ach doch, zusätzlich dazu. Blitz. Extra Aktion. Extra Action. 16 Erfahrung für den Kill, oder wie? Messer raus. Und dann schlachten wir noch den ab. Und Damage, Damage. Ja, das ist in Ordnung. Und er hat gute Erfahrung gesammelt. Gegnerphase. Es gibt nämlich noch Gegner. Da drüben sind noch Gegner. Jede Menge Gegner. Konter. Alle physischen Angriffe, die von einem benachbarten Feld ausgeführt werden, lösen einen Konter aus. Blablabla. Konterschaden. Rechts angezeigt. Blablabla. Magische physische aus der Entfernung lösen kein Konter aus. Aus der rechten. Kein Konter. Dein Konter ist stärker, wenn du mehr Karten auf der Hand hast. Ah ja. Aber ich habe jetzt keine Konterhand. Beziehungsweise Karten auf der Hand. Ja. Dann beweg dich mal hier hin. Schützen. Halt, ich hätte Karte. Halt. Kann ich nochmal zurück? Oh, schade. Ich kann hier Karten ziehen. Dim, dim. Weil ich brauche ein bisschen. Ich kann ja theoretisch. Die Gegner sind nicht aktiv. Also, die sehen mich auch noch nicht. Handgröße. Deine hat bis zu 7 Karten auf der Hand. Zu vielen Karten wird automatisch die Karte ganz links auf der Hand abgeworfen. Auf der Hand. Wirf 2 ab. Nami hat noch 3 Karten auf der Hand. Ja, wieso sollte ich 2 abwerfen? Ich ziehe lieber noch ein paar Karten. Genau. Und er zieht auch mal Karten. Schön, schön. Damit sind wir gewappnet für den nächsten Kampf. So, jetzt geht's los. Also, wir haben genügend Karten. Dementsprechend... Was war das nochmal? Eisenblick. Eisenblick war ein ganz normaler On-Pointer-Attack. Und die Reichweite ist 5 Felder. Das, 1, 2, 3, ja, das reicht. Für Eisenblick. Ei, nein? Mist, das reicht nicht für Eisenblick. Okay, das reicht eben nicht für Eisenblick. Habe ich was gesagt? Nein, ich habe nichts gesagt. Das reicht nicht für Eisenblick. Dementsprechend positionieren wir uns erstmal. Schützen. Und in die Richtung schauend. Du darfst einen Schritt vorgehen. Schützen. Und in die Richtung schauend. Jetzt könnten die Gegner mich gesehen haben. Ja, jetzt beginnt's. Bleibt standhaft. Yeah. Was war denn das? Der bufft sich. Splitterwürfel. Okay, der kann angreifen. Oh, der hat so einen Slash-Angriff. Aber, ja, er hat schlecht gewürfelt. Gut, bei den Gegnern sieht man die Würfelergebnisse sofort. Dementsprechend... Das macht 11. Schnell ziehen macht... Komm mal, Eisblick. Andererseits, ich frage mich... Ja, nicht auf die schießen. Warum sollte ich auf meine... Warum kann ich das überhaupt auswählen? Eine Frechheit. Messer raus? Ja. Ein Blitzangriff. Nee, Messer raus. Andererseits, ein Blitzangriff hat halt die Chance auf einen zusätzlichen Angriff. Ich brauche bloß einen Stern. Nicht einen Stern. Jetzt habe ich einen Stern. Extraktion. Okay, ja gut, dann probieren wir es einfach mal. Ich dachte, beim Blitz war das jetzt.
Aber sie kriegt erstmal einen. Okay, die Erfahrungspunkte. Schauen wir mal. Sie hittet. Sie kann da nicht viel machen. Sie muss aber jetzt was machen. Okay, dann soll sie sich heilen. Na, wusch. Ich dachte, sie kann sich auch noch bewegen. Puh, und noch eine zusätzliche Aktion, Leute. Na gut, dann soll sie jetzt Karten ziehen. Und in die Richtung schauen. So, er kommt dran. Er soll den jetzt wegballern. Ja. Eisendeck. Gar nicht so einfach. Der hat ein bisschen viel Damage. Leben, meine ich. Zu viele Sterne. Die Sterne bedeuten nichts Gutes. Neuer Wurf mit den beiden, bitte. Nicht gut. Er überlebt mit einem. Ah, die sammeln. Ja, ich hab's befürchtet. Die sammeln separat Erfahrungspunkte. Das ist nicht so gut. Separat Erfahrungspunkte ist nicht gut. Das ist Damage, oder? Ah, 5 Damage. Disziplinarstrafe. Aber da gibt's einen Konter. Oder nein? Kein Konter? Achso, die stehen hier. Ah, die stehen schräg drüber. Shit. So, wenn ich mich davor bewege, dann bin ich leider in der Range von den neuen Gegnern. Aber das macht nichts. Das muss halt sein. So. Ja, ich krieg eine Extraktion. Das ist schon mal nicht schlecht. So, dann kann sie sich wieder hochheilen, theoretisch. Aber mit Messer raus trifft sie leider nichts. Okay. Sehr viele Erfahrungspunkte. Sehr viel Leben wieder. Wie ist denn das jetzt mit deinem Schuss? Kannst du da theoretisch hier reinschießen? Oh, theoretisch geht es, aber du musst einen Schritt nach vorne gehen. Dann kannst du mit schnelles Ziehen die vielleicht beide killen. Das ist gut. So. Go, go, Gadget. Eine Karte extra. Damage. Ich brauche keine Verteidigung. Ich brauche auch keine Karte ziehen. Nein! Oh, ich hab den Würfel umgekippt. Aber das passt. Das passt alles. Durch Würfeln zu den Sternen. Weil ich einen Stern durch Würfeln bekommen habe. Das war ein guter Shot. Oh ja, das war ein guter Erfahrungspunkt, der gegeben. Na gut, jetzt kommen wahrscheinlich die anderen Gegner von dort hinten. Oh ja. Der kommt und da ist ein Shooter. Der heilt sich. Also noch. Der, was macht der? Ah, der schießt. Ein Damage. Damit kann ich leben. Damit kann ich echt leben. Das ist gut. Ich ziehe mich zurück. Ich frage mich, wie die Gegner reagieren, wenn ich mich zurückziehe. Karten ziehen. Mein Deck wird langsam leer. Also, ich weiß nicht, was passiert, wenn mein Deck leer ist. Ich befürchte, dann passiert irgendwas. Befürchte, wenn ich alle meine Karten gezogen habe, dann geht nichts mehr. So, der geht nach vorne. Und er kann immer noch schießen. Boah, hat eine lange Range. Aber Nahkampf, habe ich gerade gesehen, funktioniert nicht so gut bei dem. Das war ein schlechter Wurf. Ja, das war 0 Damage. Und der kann gar nichts. Oh, die stehen jetzt perfekt für einen nahen Schuss von ihm. So,
hier vor und dann schnelles Ziehen. Ballern. Ja, kann ich mitleben. Oder? Moment, Option. Da, nee. Nee, ist in Ordnung. Gut. Wen kennen wir als erstes? Sie. Das mit den Fächer. Messer raus. Links und rechts. Okay. Dann kommt sie mit Messer raus. Messer raus. Ja. Müssen ja. Nein, wartet. Ach so. Ah, ich dachte, da treffe ich alle. Nee, das ist aber leider bloß verhattet. Das habe ich nicht so. Ja, Zielbereich einer. Okay, schade. Ja, dann probier den. Die Chance ist so. Gut. Sie ist über 50% auf jeden Fall. Passt. Schlitz! Fast ein Level Up. Na, wenn sie den killt, dann Level Up. Oder die, das ist ja eine Verfolgerin. Sie will meucheln. Kann es auch. Schade. In den Rücken geschossen. Die traut sich was. Sie traut sich echt was. Na gut. Karte ziehen bei dir. Dum-dum. Okay, und du. Messer raus. Blitzangriff. Ist alles gut. Mach mal Messer raus. Weg ist sie. Und du kriegst ein Level Up. Overkill. I love Overkill. Level 3. Mehr HP-Karte aufgewertet. Messer raus ist besser. Mehr Angriff, mehr Vitalität, mehr magischen Angriff, mehr magische Verteidigung. Verteidigung. Key-Angriff, was ist nochmal K-Angriff? Und Bewegung. Gut. Gegnerphase. Dort oben warten sie schon auf uns. Da, der Typi. Der oberste Richter hetzt die Maus. Hier hin, ihn. Schützen in die Richtung, mehr Verteidigung. Sie, Karten ziehen. Ich habe noch 3. Aber Messer raus wurde besser. So, können die Gegner mich jetzt schon sehen? Ich denke nicht. Vielleicht hier. Schützen. Blablab. Und der als Schütze bleibt natürlich hinten. So, wie sieht es jetzt aus? Ah, jetzt kommt er. Jetzt kommt sie. Jetzt wollen sie herkommen. Gerechtigkeit für alle. Ich konnte es nicht lesen, was es macht. Sternwürfel auf allen Verbündeten in 3 Runden. Okay, der hat allen Sternewürfel gegeben. Naja. 0 bis 1, das ist jetzt 0. Das ist nicht so prickelnd. Wegen der Verteidigung. Aber sie kriegt eine Karte. Okay, der kann so einen Disziplinarstrafenschlag machen. Aber kein Angriffsroll. Dementsprechend 0 Damage. Sehr nice. Ja gut, dann kümmern wir uns erstmal um den da, würde ich sagen. Also, wir hauen erstmal mit den Messern raus. Das wurde ja verbessert, hat jetzt eine neue Spezialfähigkeit. 15 Damage, lässt sich sehen. Gut. Schön nach oben gucken und du machst Eisenblick auf den, dann ist er weg. Und ich darf eine Karte ziehen. Na gut. Gut. Schöne Erfahrungspunkte. Du schaust auch nach oben. Wobei, du hättest auch nach links schauen können. So, jetzt kommen sie wahrscheinlich zu mir.
Oh, ein Schuss. Ah, das ist nicht schön. Ah, blöder Angriff. Glatter Durchschuss. Ah, ja. So, jetzt kommt der oberste Richter. Was kann er? Oh, ja, aber ich kann kontern. Ich werde kontern. Oh, ich konter sogar gut. Der heilt sich und jetzt kommt der Konter. Bam. Und dafür gibt es auch Erfahrungspunkte. Schön. So, und jetzt machen wir ihn platt. Als erstes, einen Blitzangriff auf ihn. Vielleicht habe ich eine Extraktion. Stern. Extraktion. Ich heile mich um 5. Ich verliere ein mehr. Nee, eigentlich macht es kaum Sinn. Na gut, das passt so. Durch den Konter verliere ich aber wieder 4. Schade. Als nächstes die Messer raus, um die dort hinten wegzusnipen. Komm, Damage. Ich brauche Damage. Damage, Damage. Ja, schön. Genau 11 Schaden. So, wäre gut, wenn du den wegsnipen könntest. Also, wir stellen uns hier hin, dass hinter mich keiner schießen kann. Schnelles Ziehen macht 11, Eisenblick 11. Naja. Ballern. Ist leider nicht so stark. Oder eine gute Verteidigung. Könnte auch sein. Tja, Sterneffekt habe ich keinen. Deswegen kann ich das neu machen und Verteidigung brauche ich nicht. Neuer Wurf. Ah, lass den Stein! Naja. Ist jetzt nicht so prickelnd. Gibt da gute Erfahrung. So, du kannst jetzt dich in die Richtung ausrichten, weil der kommt. Ja, genau, der kommt nicht an mir vorbei. Ja, da gibt's einen Konter, mein Freund. Du kriegst einen Konter. Der macht gut Damage und zieht eine neue Karte. So, Pester, du sollst jetzt den finishen. Gut, schnelles Ziehen, natürlich nicht so, natürlich auch nicht so. Wartet. Beweg dich mal hierhin und jetzt schnelles Ziehen. So, hierhin. Ich weiß nämlich nicht, was passiert, wenn ich meine, ob es Friendly Fire gibt, meine ich. Wenn ich meine mit erwische. Ich kann das ausprobieren erstmal. Gut. Oh, es gibt einen Konter. Naja, ist in Ordnung. Ja. Da gibt's keinen Konter, der ist ja schon down. Ich gehe mal davon aus, dann gibt's keinen Counter. Lala. Yeah. 2 zu Angriff, 1 zu Verteidigung, 2 zu magischem Angriff, 1 zu magischer Verteidigung und 3 Leben. Eisenblick wurde aufgewertet. Ich sterbe für die Gerechtigkeit. Hier mit eurer Gerechtigkeit immer. Eieiei. Selbst schuld? Allmächtiger, ich kann nicht glauben, dass wir das überlebt haben. Deine Berühmtheit ist schlecht für meine Gesundheit, Nami. Teilen wir uns auf, bevor. Warte. Toter Hund. Besser als ein Lebendiger, oder? Können wir jetzt verschwinden? Mein Leben mag scheiße sein, aber ich häng trotzdem dran. Psst, jemand beobachtet uns. Okay, wer auch immer du bist. Es hat keinen Sinn, sich zu verstecken. Ich höre dich atmen. Zeig dich. Es ist nicht meine Schuld. Er hat mich dazu gezwungen. Oh, dieser Winsling. Du hast ganz alleine einen Stadtwächter ausgeschaltet. Moment, habe ich dich nicht schon einmal im Bruch gesehen? Wie lange folgst du mir schon? Eine Spionin? Spuck's aus, Zwerge. Arbeitest du für die Schwarze Klaue oder vielleicht die Bande von der Ostseite? Willst du wohl unsere Beute stehlen, was? Oder willst du einfach nur eine kostenlose Gesichts-OP? Versuch's nur, dann zwinge ich dich gleich neben diesem Typen in die Knie. Meint dieses Kind es ernst?
Wessen Zodiac-Handschuh trägst du da? Weißt du, wie man dieses Ding benutzt? Er gehört mir. Ich habe ihn einem Erwachsenen abgenommen. Und es ist leicht, ihn zu benutzen. Ich muss mir nur etwas wünschen und es passiert. Das ist der Handschuh eines Richters. Was ist dir passiert, Kleine? Ich wollte ihn dir beim Kämpfen zusehen, aber dieser Typ hat mich beendet. Er wollte mir wehtun, so wie immer. Da bin ich mir sicher. Erwachsene sind Fieslinge, aber jetzt habe ich dieses Ding. Jetzt wird mir nie wieder ein Erwachsener wehtun. Ich bin Bryce. Und du kannst mich die Lichteflamme nennen. Du willst mich wohl veräppeln, Kleine. Dafür haben wir jetzt keine Zeit. Die Hunde werden jeden Moment hier sein. Komm, Bryce. Ich bin kein Kindermädchen, aber ich lasse nicht zu, dass ein Kind stirbt. Wenn wir nicht sofort ins die dazwischen verschwinden, sind wir genauso tot wie dieser Typ da. Da ist einfach mal eine Treppe. Sieg! Der Kampf ist vorüber. Fürs Erste. Ich habe neue Würfel bekommen und da sehen wir schon, da habe ich anscheinend auch welche mit verfluchten Sachen dabei. Aber dafür hat man da eine hohe Chance, Karten zu ziehen zum Beispiel. Ja. Würfel ausrüsten freigeschaltet. Aber jetzt kannst du deinen Helden mit den Würfeln ausrüsten, die du am Ende eines Kampfes erhältst. Öffne die Gruppenverwaltung und wähle Würfel aus dem Wand von. Okay. Würfel ausrüsten. Du entscheidest, mit welchen Würfeln ein Held den Kampf zieht. Am Ende jedes Kampfes erhältst du zufällige Würfel als Belohnung. Die Würfel, die den Helden ausrüsten können, befinden sich in ihrem persönlichen Inventar. Ja, ich habe hier so einen Würfel und ich könnte einen anderen Würfel nehmen. Zum Beispiel, wenn ich hier mehr Bock habe zum Angreifen, worauf ich wirklich Bock habe, kann ich den austauschen. Ja, das sind spezielle Sterne. Was war nochmal das da? Egal. Ja, die anderen Slots sind noch nicht freigeschaltet. Bryce, ein neuer Charakter. Sehr schön, sehr schön. Ach, sie hat ein paar Würfel. Oder auch nicht. Sie hat noch keine anderen Würfel. Aber Pess hat ein paar andere Würfel. Und zwar die Verfluchten. Karten. Ich will mehr Angriff. Attack is the best defense. So ganz nach dem Motto. Du hast Magie. Schaut. Oh, 20 Damage. Verflucht. 20. Herzlose Grausam. Verfluchte Spitterwürfel auf den Zielen. 3 Runden lang. Oh, ein Debuff. Nett. Sehr nett. Ihr seht auch immer ein blaues Zeichen. Ich glaube, das Plus bedeutet, keine Ahnung. Muss ich zugeben, ich weiß nicht, was es bedeutet. Egal, noch nicht. Das kriegen wir noch gemeinsam raus. Erzähl mir deine Geschichte. Seine Schatten wirft der Scherbenmond auf die Welt der ewigen Nacht. Mit seinem Segen er uns belohnt und mit Silberschein über uns wacht. Glaubst du diesen ganzen Humbug-Pester? Scherbenmond und Welt der Nacht? Ich glaube an die Herolde, falls es das ist, was du fragst. Sie waren echt, Nami. Sie kamen aus einer dunklen Welt und brachten uns die Zodiacs. Ja, ja, spar mir das Gefasel. Die Zodiacs haben Taurus zu dem gemacht, was es heute ist. Die Zodiacs haben meinen Käufer vernichtet. Selbst wenn es die Herolde wirklich gab, würde es nie zugeben. Wären sie doch in ihrer dunklen Welt geblieben. Erzähl mir deine Geschichte. Irgendwann werde ich die Kugelhöhlentechnik lernen. Dann haben diese Wächter wirklich einen Grund, sich Sorgen zu machen. Verlass dich drauf, Pester. Die Wächter sind durch neue Techniken nicht zu beeindrucken. Sie verstehen nicht mal, wie die Zodiacs funktionieren. Sie begreifen nicht, dass es die Willenskraft des Anwenders ist, die ihnen Macht verleiht. Bist du deshalb so gut, weil dein Lebenswille stärker ist als ihre? Vielleicht. Es spielt zumindest eine wichtige Rolle. Vielleicht ist das Schicksal einfach schön, hat mehr gewogen. Seit wann glaubst du an Schicksal? Die haben aber viel zu erzählen. Glaubst du, dass es draußen gute Wächter gibt, Nami? Sie können nicht von Natur aus so hasserfüllt sein. Vielleicht denken sie über uns dasselbe. Denk lieber an etwas anderes, Meister. Die Wächter hassen uns und wir hassen sie. Mehr musst du nicht wissen. Konzentrier dich und dann überlebst du diese Mission vielleicht. Sehr viele Informationen. Hm,
Und scheinbar gehen wir da einen Bruch hier von der edlen Festung aus zurück in die Slums. Aber das beim nächsten Mal in Mission Nummer 3. Vielen Dank fürs Zusehen und ciao, bis zum nächsten Mal.